Innerhalb und außerhalb von Zellen befinden sich verschiedene Ionen. Diese Ionen sind in unterschiedlichen Mengen verteilt. Weil diese Ionen unterschiedlich geladen sind, führt diese ungleiche Verteilung innerhalb und außerhalb der Zelle zu einer Spannung entlang der Zellmembran. Befindet sich eine Nervenzelle in einem nicht erregten Zustand, so bezeichnet man diese Spannung als Ruhepotential. Dieses ist innerhalb der Zelle negativ und liegt ungefähr bei einem Wert von minus 70 mV. Ohne dieses Ruhepotential könnten Nervenzellen keine Erregungen weiterleiten und wir könnten nicht mehr wahrnehmen, was um uns gerade herum passiert. Daher wollen wir uns jetzt anschauen, wie das Ruhepotential überhaupt zustande kommt. Wie bereits erwähnt, befinden sich innerhalb und außerhalb der Nervenzelle Ionen, die unterschiedlich verteilt sind. Schauen wir uns die Situation sehr vereinfacht an einem Axon an. Innerhalb des Axons befindet sich eine hohe Konzentration von positiv geladenen Kaliumionen. Außerdem finden wir hier auch negativ geladene organische Anionen. Somit sind die Ladungen im Inneren ausgeglichen. Außerhalb der Zelle finden wir eine hohe Konzentration an positiv geladenen Natriumionen und negativ geladenen Chloridionen. Also sind auch außerhalb der Zelle die Ladungen ausgeglichen. Diese Ionenverteilungen werden durch eine semipermeable Membran voneinander getrennt. Semipermeabel bedeutet, dass die Membran für manche Stoffe durchlässig ist, für andere jedoch nicht. Innerhalb des Axons befindet sich also eine höhere Konzentration an Kaliumionen als außerhalb. Wenn ihr euch gemerkt habt, was Diffusion bedeutet, dann werdet ihr wissen, dass die Ionen die Tendenz haben, diesen Konzentrationsunterschied auszugleichen. Der Konzentrationsunterschied wird auch als chemischer Gradient bezeichnet. Deswegen bewegen sich die Kaliumionen vom Ort hoher Konzentration, also aus dem Inneren der Zelle, zum Ort der niedrigeren Konzentration, also aus der Zelle hinaus. Um diese Bewegung zu gewährleisten, befinden sich in der Zellmembran spezielle Kanäle für Kaliumionen, die während dem Ruhezustand geöffnet sind. Bei den übrigen Ionensorten sieht das anders aus. Für sie ist die Membran nämlich kaum durchlässig, weswegen hauptsächlich die Kaliumionen für die Entstehung des Ruhepotentials verantwortlich sind. Verlassen die positiv geladenen Kaliumionen allerdings die Zelle, so wird die Ladung innerhalb der Zelle immer negativer. Durch diese Ladungstrennung steigt die Spannung entlang der Zellmembran. Außerdem werden die austretenden Kaliumionen von den positiven Ladungen außerhalb der Zelle auch noch abgestoßen. Neben dem chemischen Gradienten entsteht also noch eine zweite Triebkraft, und zwar ein elektrischer Gradient. Es findet gewissermaßen ein Seilziehen zwischen diesen beiden Gradienten statt. Während der chemische Gradient die Kaliumionen aus der Zelle hinaus transportieren will, möchte der elektrische Gradient die Kaliumionen wieder zurück in die Zelle holen. Irgendwann stellt sich zwischen den beiden Kräften aber dann doch ein Gleichgewicht ein. Und das ist das negative Ruhepotential von minus 70 mV im Zellinneren. Wie bereits erwähnt, sind im Ruhezustand nur die Kaliumionenkanäle geöffnet und die Natriumkanäle geschlossen. Trotzdem können einige Natriumionen durch sogenannte Leckströme in die Zelle hineinströmen. Diese Leckströme würden auf Dauer allerdings zu einem Ladungsausgleich führen und es gäbe kein Ruhepotential mehr. Daher befindet sich in der Membran die sogenannte Natrium-Kalium-Pumpe. Ihre Aufgabe ist es, die Ionenkonzentration aufrechtzuerhalten. Dafür muss sie die Natriumionen wieder aus der Zelle hinauspumpen. Für diesen Pumpvorgang benötigt sie Energie in Form von Adenosintriphosphat, kurz ATP. Das Enzym Natrium-Kalium-ATPase spaltet nämlich ATP in Adenosindiphosphat und einen Phosphatrest. Durch die nun frei werdende Energie kann die Pumpe jeweils 3 Natriumionen nach außen und 2 Kaliumionen nach innen transportieren. Auf diese Weise kann sie das Ruhepotential aufrechterhalten. Jetzt wissen wir also über den nicht erregten Zustand von Nervenzellen Bescheid. Als nächstes schauen wir uns an, was passiert, wenn diese Nervenzellen erregt werden.